Hallo, willkommen beim VH Golf im stürmischen Lüttelsburg. Außer Wind ist der Boden auch nass. Ich habe gestern gespielt und wieder bemerkt, was für eine Herausforderung das ist, kurze Chips und Pitches vom nassen Boden zu machen. Und darum geht es heute in diesem Video. Ich möchte dir heute erklären, wie man bei nassen Böden den Ball trotzdem solide treffen kann. Ich war gestern auf dem Platz und ich habe ein Instagram-Video gedreht, wo ich mit drei verschiedenen Schlägen gespielt habe. Mit S 58 Grad, mit Gap Wedge 52 und mit 9. Und es war ein kleiner Wettbewerb zu sehen, welche Schläge gewinnt. Vielleicht kannst du vorbeischauen bei meinem Instagram-Account, zu sehen, was da passiert ist. Alle drei Schläge sind möglich. Und jeder hat seinen Favorit. Ich fange an mit dem Sandwich, mit meinem 58 Grad Sandwich. Und ich mache den Schlag so, wie ich den mit diesem Schläger vom nassen Boden machen würde. Ja, nicht zu vermeiden. Jetzt mit meinem Gap Wedge. Und mein Eisen 9. Oh. Gestern in meinem Instagram-Video habe ich festgestellt für mich, dass Gap Wedge am besten klappt. Was mir immer auffällt bei meinem Spiel und beim Spiel meiner Schüler, ist, dass diese Bewegung, was ich hier mache, viel gefährlicher ist als diese. Solange die Schulter nach unten geht, ist die Gefahr groß, dass der Schläger vorher hängen bleibt. Man muss dann von da viel kompensieren. Wenn wir es schaffen können, die Schulter zu drehen, dann ist Ballboden leichter. So, schau mal, was meine rechte Schulter hier macht. Sie bewegt sich in diese Richtung. Und hast du den Kontakt gehört? Das war knackig Ballboden. So, mein erster wichtiger Punkt für dich ist, schaue, dass du deinen Bauch, deine Brust beim kurzen Spiel, beim nassen Boden immer nach da drehst, statt nach da. Was mir hilft bei diesem Schlag, ist erstmal die Schlagfläche sehr offen zu haben. So habe ich mir von der Bounce. Was das mir gestattet, ist nicht nur meinen Körper zu drehen, sondern auch mein Schläger. Sobald ich versuche, das Blatt offen zu halten, schau, was mit meiner Schulter passiert. Sie geht runter und dann habe ich wieder dieses Problem. Nur eine Bitte, was wir nicht wollen, ist das da. Schaue, dass du erst die Arme so senkst beim Abschwingen. So, wenn ich einen kurzen Schlag habe, gucke ich, dass ich beim Ausholen den Schläger vor mir habe und dass ich fast gefühlt einen Bogen nach innen mache, dann weiß ich, wenn ich das gemacht habe, kann ich mich drehen, so viel wie ich möchte und werde dann nicht von außen kommen. Die Technik ist sehr, sehr gut für knackigen Ballbodenkontakt. Und wenn der Boden nass ist, das sind optimale Bedingungen, deine Technik bei solchen Lagen und allgemein zu verbessern.